Die AVEX-Aufklärungsmaschine ist startklar und mit ihr 19 NATO-Soldaten und eine Soldatin. Deutsche, Niederländer, Spanier, Portugiesen und Amerikaner. Ihr Ziel, die NATO-Ostflanke. Ihr Auftrag, den Luftraum nach russischen Flugzeugen abzusuchen. Die Aufklärung ist wichtig, um nicht als Letzter zu erfahren, was passiert, um Vorkehrungen treffen zu können, um alle Einheiten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, uns zu beschützen. Von Geilenkirchen ganz im Westen NRWs geht's Richtung Osten. Dass die AVEX-Maschinen regelmäßig über sie donnern, daran haben sich die Menschen in Geilenkirchen längst gewöhnt. Der NATO-Flugplatz liegt gerade mal 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die internationale Präsenz sehen manche als Bereicherung, anderen macht das eher Angst. Es ist natürlich im Hinblick auf, dass wir keine Friedenszeit mehr haben, macht man sich mehr Gedanken als früher, ne, dass hier ein NATO-Stützpunkt ist. Wir sind so nah dran, Krieg ist auch nicht weit weg. Also für mich persönlich hat es nur positiv Auswirkungen gehabt. Ich habe tolle Freundschaften geschlossen, viele Leute kennengelernt. Der Journalist und ehemalige Bürgermeister von Geilenkirchen, Georg Schmitz, hat die Geschichte der NATO-Airbase intensiv begleitet. Auch die diversen Proteste, die es seit ihrer Gründung Anfang der 80er immer wieder gab. Anfangs richtete sich der Protest auch gegen Atomraketen, gegen das Militär im Allgemeinen, aber auch gegen den AVAX-Verband hier in Geilenkirchen. Die sind bis vors Tor gezogen, haben Schilder hochgehalten. Auch wegen des Fluglärms gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Proteste. Mittlerweile ist die Maschine aus Geilenkirchen an der polnisch-russischen Grenze. Über den Radar beobachten die Soldaten russische Flugzeuge, können sie über hunderte Kilometer Entfernung identifizieren. Dass wir mit aufpassen, dass alle Gesetze und Regeln eingehalten werden und die Präsenz natürlich auch den Russen zeigt, wir passen auf. Russland bzw. die Sowjetunion, auch damals bei der Gründung der NATO vor 75 Jahren der Hauptgegner. Nach dem Kalten Krieg hatte der ehemalige AVEX-Pilot Gero Ronneberger aber auch viele andere Feinde im Visier. Wie Schmitz lebt er in Geilenkirchen, ganz nah an seinem alten Startplatz. Er hat 9/11 erlebt, den ersten und einzigen Bündnisfall, und war als Aufklärungspilot beim ersten Kampfeinsatz der NATO im ehemaligen Jugoslawien. Natürlich hatte man schon ein mulmiges Gefühl, weil man nicht wusste, inwieweit auch dort in unmittelbarer Nähe der Plätze, auch in Trapani, Privesa, irgendwelche Kräfte am Boden sind, die uns eventuell abschießen würden in mittlerer Höhe. Bei ihrem Flug heute bleibt alles ruhig. Nur bei manchen Flügen gibt es Provokationen. Während am Boden gestritten wird, wie die Zukunft der NATO aussehen soll, wer zu wenig und wer zu viel zahlt, ziehen sie hier oben alle an einem Strang. Wir tragen alle in Geilenkirchen dasselbe Package. Wir arbeiten alle zusammen. Da gibt es nicht eine Nation, die mehr oder weniger macht, sondern wir sind da alle gleich. Für heute ist ihre Mission beendet. Nach 6 Stunden Flug landet das Team wieder auf der Homebase in Geilenkirchen.